Lieber Christoph, hier meine Videoantwort. Der Messer, die ich 2022 am meisten am Mann, vielleicht nicht in der Hosentasche immer, aber am Gürtel habe. Das ist mein Victorinox Swiss Champion. Wenn ich das richtig verstehe, das ist das mit der Zange und der Holzsäge sowie der Metallsäge und Feile. Aber in derselben Tasche passt dieses Swiss Champ einfach etwas besser rein, weil es eben, weil da die Zange fehlt. Übrigens hat hier mein Vater mir nach Felix Immler ein Kugellager eingebaut. Und bei diesem, weil das Kugellager fehlt, konnte ich diese Griffschalen verwenden mit all den drei Werkzeugen, also Pinzette, Zahnstocher und Kugelschreiber. Also das ist Nummer eins, einer von den beiden, die bei mir echt die meiste Zeit am Mann sind. Dann habe ich Nummer 2, das Böker Bullpup, das ich hier in der Original Victorinox Scheide gerne trage, anstatt in einem Gürtel. Ich habe den Pin entfernt, damit ich das eben auch legal zum Kindergarten für die Arbeit verwenden kann. VG 10 Stahl, Mikata, das sollte dir auch schön zusagen, denke ich mal. Linerlock verriegelt und durch die Kugellager sehr leicht zu bedienen. Also auch wenn es jetzt ein Zweihandmesser wäre, also mit ganz viel Kraftaufwand, könnte man es zur Not auch mit einer Hand öffnen. Aber eben schließen kann man es mit zwei Händen. Nummer 2. Also am meisten an Zeit. Gürtel. Nummer 3 ist ein ganz einfaches Opinel, aber der dunkleren Variante mit Carbonklinge. Das ist einfach so schneidig und so führig, sogar wenn es um Tomaten geht. Ich liebe das Teil, damit Tomaten zu schneiden, Zwiebeln zu schneiden unterwegs. Bei einem Fest war. Ich hatte natürlich nicht immer Zwiebeln auf der Arbeit. Also, aber einfach so. Nun gut. Jetzt kommt Nummer 5. Und es ist auch ein Victorinox. Von 2018. Ich hätte gerne stattdessen etwas in Blau, weil ich so ein Faible für Blau habe, was man auch an meinem letzten Video gesehen hatte. Wenn also jemand tauschen will gegen etwas Blaues, in der Größenordnung, sehr, sehr gerne. Das sind also die 5 Messer. Und als Plus 1 erlaube ich mir, ein Messer dazuzulegen, beziehungsweise 2, die eben für mich noch Taschenmesser sind, aber keine Klappmesser mehr. Das Bucello mit Carbonklinge von einem Mann im Wald produziert. In derselben Scheide geht natürlich auch mein jetzt in diesem Sommer erworbenes kleines von dem ukrainischen Messermacher gemachtes Schnitzmesser. Deswegen auch als Plus 1. Das kann man gut am Gürtel tragen. Man kann es aber auch sehr gut in die Seitentasche stecken. Und von daher kommt das noch dazu. Für das Bruselli habe ich mir aus einer alten Lederscheide und einem Stück von einem Mokassin-Schuh hier eine Scheide zurechtgemacht, damit das gut gehalten wird und ich verschiedene Trage- und Sicherungsoptionen habe.
geht sehr gut tief rein. Mit dem Knoten kann ich es aber auch trotzdem noch gut ziehen. Gerade so diese kleinen Klingen, auch bei feststehenden Messern, liebe ich einfach, weil sie sehr praktisch sind und natürlich um einiges stabiler. Ich habe nicht so diesen, wenn ich irgendwie was Lochbohrenmäßiges mache, dieses Gefühl, es könnte zusammenklappen. Und klein ist immer sehr führig. Ja, das sind sie. Und das soll es dann auch schon gewesen sein. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.